Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X Teil 2. So, mit den Mädels haben wir schon gequatscht. Dann geht es jetzt weiter. Die Zenerkent-Ruinen müssten jetzt, genau, die müssten jetzt frei sein. Die Touristen sind weg und die Ruhe Zenerkents ist durch die Affen bewahrt worden. Denen sind wir was schuldig. So, beseit wäre natürlich jetzt eine schöne Sache. Aber ich würde gerne um uns einen schönen Gegenstand zu holen, falls es geklappt hat. Und um zu schauen, ob es auch geklappt hat, erst einmal zur Mayhem-Straße gehen. Wird der Fall gelöst? Kommen die Hintergründe des Vorfalls auf der Straße ans Licht? Wir sollten uns die Lösung nicht entgehen lassen. Genau, und da seid ihr bestimmt auch schon ganz gespannt darauf, wie die Lösung ist. Rin, der Inhaber des Reisebedarfs, wird das Rätsel des Vorfalls aufklären. Bitte begeben Sie sich in den Reisebedarf, alles klar. Und jetzt? Ich bin letztens bis in die Donnersteppe, um mir das Konzert anzusehen. Ich habe schon lange keine so weite Reise gemacht. Die hat mich richtig geschlaucht. Angst vor einer Maschine zu haben ist völlig altmodisch. Aber ich habe trotzdem Angst davor, dass sie jeden Moment wieder Amok laufen könnten. Herrin, warte draußen auf sie. Ja, okay. Dann also wieder raus. Ah, idyllisch. Sehr idyllisch. I am glad you are all here. I would like to talk about the recent string of incidents occurring on the high road. Zunächst zum Vorfall mit dem Luftmobil. An einer Stelle der neuen Straße fand ich Kratzspuren. Der Verletzte neben dem Luftmobil war der Pilot. Als nächstes betrachten wir den Fall mit den Amok-Maschinen. Die Programmierung der Maschine wird am Steuerpult hinter dem Reisebedarf vorgenommen. Anfangs dachte ich, jemand hätte das Pult manipuliert. Doch als ich sah, wie jemand vom Dach fiel, kam mir eine andere Möglichkeit in den Sinn. Wenn man die Maschine schlägt, kann es zu Funktionsstörungen kommen. Es muss nicht einmal ein starker Schlag sein. Auch jemand mit geringerer Kraft kann effektive Schläge hervorbringen. Wenn man zum Beispiel aus ausreichender Höhe darauf springt. Now then. Let us try to figure out who perpetrated these nefarious acts. We have already heard some testimony. The hover lost its balance and overturned while attempting to avoid a passerby. But who could that passerby be? According to the hover's pilot, it was an Albed female. We found footprints on one of the malfunctioning machina. Those same footprints were also found on a ledge by the new road. So, let me ask you all. Has anyone recently been to the ruins at the high road's south end? And does anyone recall jumping down from a great height? No one else? Has anyone climbed down onto the ledge along the new road? One final question. Would the Albed ladies please raise their hands? Please try to recall what happened, Riku. She looks happy. Whatever works for her. Shall we? Ach, Riku. Und das hast du nicht gesehen. Thank you.
und auf die Maschine gelandet. Mhm. It was me. Precisely. The hover crashed while trying to avoid hitting you. And you caused the drone Machina to malfunction when you landed on it. You, Riku, are the one who caused these two incidents to occur. I am sure you meant no harm, but your carelessness invited disaster. Allow me to determine Riku's sentence, if I may. What sentence? Didn't expect trash duty. Phew, glad that's all over. You must be tired. As Nato the noob. Why the chocobos? They were being employed to power a ferry boat, so I purchased them. That's great. But can I go home now? I picked up all the trash. All of the trash? Every last piece. Look! Oh, das ist aber unfair. I thank you for your hard work. Well, get plucking. This stinks. Feathers aren't trash. Und damit haben wir Episode abgeschlossen. Und bekommen das Ragnarok. Ja, hättet ihr jetzt... Sie können jetzt auf der Maihenstraße auf Chocobos reiten. Haltestelle Luftmobil Verleih. Sehr schön. So, habt ihr damit gerechnet, dass Riku der Schuldige ist? Oder die Schuldige eigentlich? Dass sie dafür verantwortlich ist, dass die Maschine durchdrehen? Und das Luftmobil abgestürzt ist? Ich find's einfach klasse. So, jetzt reden wir nochmal mit den Mädels. Und dann, erzähl ich noch was dazu kurz. Unser Müllhunter scheint ziemlich kaputt zu sein. Puh, ich danke den ganzen Stamm von den... keine Ahnung. So. Also... Es gab ja, habe ich ja auch schon gesagt, gehabt, auch noch andere Möglichkeiten. Unter anderem wäre eine Möglichkeit gewesen, Hakari, die bei uns auf dem Luftschiff ja ist, die später da in dieser einen Mission auf den Chocobo geritten ist, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und diesen Chocogomor, dieses Monster, das da auch in diesem Käfig da gefangen gewesen wäre. Hätten wir die zwei geschafft, wäre es auch eine Episode abgeschlossen gewesen, aber wir hätten keinen Gegenstand bekommen. Dann hätte es noch der Prediger sein können. Erinnert euch noch an diesen Prediger, diesen Chocobo-Prediger oder keine Ahnung, was das genau gewesen ist. Auch das wäre noch jemand gewesen. Aber da hätte man auch keinen Gegenstand bekommen. Und es wäre auch nur eine Episode beendet gewesen. So. Und es gab noch einen weiteren. Eine weitere Person, die es hätte sein können. Und hätte man das geschafft, hätte man die gemacht gehabt, hätten wir leider auch nur eine Episode beendet bekommen. Also nicht abgeschlossen, sondern nur beendet. Aber wir hätten noch ein Spheroid zum Anschauen bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich sagen, wer das gewesen ist? Nee, ich sag's nicht. Aber ich habe ja schon gesagt gehabt, ich mache ja einen zweiten Durchgang und da werde ich dann diese Person, wo wir dann den Zusatzspheroiden noch bekommen werden, da werde ich dann das so machen, dass wir denjenigen entlarven werden. Ihr dürft mal gespannt sein, wer das sein wird. So, außerdem, Ausrüstung, ich gehe gleich mal bei Riku rein, haben wir ja ein neues Ding bekommen, und zwar die Ragnarök, Emblem der MP, eine unerschöpfliche Zauberquelle. Aha. Und deswegen wollte ich das Ding auch unbedingt haben. Nicht 50% mehr Verbrauch, sondern MP 0. Wir verbrauchen 0 MP, egal was wir verwenden. Geil, oder?
Jetzt weiß ich noch nicht, wie das jetzt mit dem hier funktioniert. Doppelte MP zuvor erhöht die Zauberwirkung. Macht auf jeden Fall Magie hoch. Ich nehme auch mal die Tamasa-Seele. Theoretisch müsste es jetzt eigentlich so sein, wir haben MP 0, verdoppeln das aber und kriegen die erhöhte Zauberwirkung. Verbrauchen aber weiterhin keine MP, also so werde ich das jedenfalls verstehen. Und das wäre ein ziemlich geniales Ding. Damit würden wir nämlich, hier richtig gute Sachen machen können. So. Und dafür würde ich jetzt auch gerne nochmal wo hier reingehen. Das muss ich nochmal schauen. Ich glaube, wir haben das schon. Ich muss nochmal schauen, ob ich es auch finde. Hier. Schwarzmagie. Erlernte Schwarzmagie. Da wollen wir reinsetzen, den Weißmagier. Den Dieb. Den Samurai setzen wir dann da unten rein. Schwarzmagier brauchen wir in dem Fall nicht. Weil wir haben ja die Schwarzmagie mit diesem Teil. Haben ja, können wir Schwarzmagie immer anwenden. Glücksspieler natürlich noch. So. Genau, so machen wir das. Dann Ausrüstung, Rico. Dann kriegt sie das schwarze Wappen. Und ja, ich setze jetzt weiterhin mal auf Dings rein. Auf den Dompteur. Auf den Glücksspieler. Um ja natürlich weitermachen zu Dings machen zu können. Und wie ihr seht, hier. Wo ist meine Maus? Hier, Schwarzmagie. Wir können Schwarzmagie verwenden. Und Schwarzmagie mit MP0. Und meine Überlegung ist es dann, sie zum Beispiel auf Weißmagie zu lassen. Dann kann sie immer auf Weißmagie sein, sofort heilen. Sie hat dann auch die Weißmagie Level 3 und so weiter. Das heißt, sie kann sehr, sehr schnell mit Weißmagie handeln, handhaben, das ganze Ding. Durch Zauberturbo ist sie dann dadurch noch ein bisschen stärker. Ah ja, genau. Dadurch ist sie dann noch ein bisschen stärker. Und verbraucht keine MP dabei. Und wir können Schwarzmagie immer noch verwenden. Zwar nicht mit Schwarzmagie Level 3, weil wir das nicht ausgerüstet haben. Aber wir können trotzdem damit dann auch noch weiterhin Schwarzmagie, also Schaden machen. Und dass wir das Kostüm ändern müssten oder sonst irgendwas. Finde ich eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr coole Sache. So. Und damit ist auch die Mayhem-Straße hier fertig. Episode abgeschlossen. Die Chocobos sind wieder zurück und rennen putzmunter die Straße rauf und runter. So, als nächstes würde ich zur stillen Ebene gehen und schauen, ob unser PR-Duell, was wir da haben, ob das abgeschlossen ist. PR-Duell-Entscheidung. Die beiden GmbHs, die ständig rivalisierten, wollen endlich festlegen, wer die bessere ist. Verpasst ja nicht das Ergebnis. Landen wir auch mal. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Seid ihr bereit? Du nimmst mir die Worte geradezu aus dem Mund. Na, ihr scheint ja siegesicher zu sein. Nun gut, geben wir es bei 3 bekannt. Wie immer ihr wollt. 1, 2, 3. Wir haben 0 Punkte und sind Level 1. Wir haben 413 Punkte und sind Level 5. Jawohl, wir haben gewonnen. Räumt das Feld, wie versprochen. Wait, wait! Ah, Topli wieder. Was will der jetzt? Guests simply will not come with all this confronting. Please, please, please allow me to take care of business. Und damit haben wir eine Episode abgeschlossen. Sehr schön.
Die Blauling GmbH und die Silberling GmbH, welche einst zerstritten waren, haben sich dank Topley wieder vertragen. Was sich nun nach dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen ändern wird? Einführung der Ebenenpunkte. Die bisher gesammelten Blauling- und Silberling-Punkte werden addiert und zu Ebenenpunkte umgewandelt. Die Ansprechpartner. Von nun an gibt es nur noch einen Ansprechpartner pro Aktion und das Luftmodell. Ab sofort stehen auch am Nord- und am Südeingang der Ebene Luftmobile zur Verfügung. Das Mampf-Mampf-Äpfchen, ein geheimes Projekt, entwickelt von der Silberling GmbH und arrangiert von Topley, ist am Eingang zum Gaga-Set eröffnet worden. Das ist wieder ein Minispiel, das man hier machen kann. So, und damit haben wir die beiden versöhnt quasi und haben jetzt ein gemeinsames Geschäftsmodell, was ja auch sehr, sehr gut wäre. Das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn wir es nicht geschafft hätten, eine der beiden auf 400 zu bringen. Und wie ihr seht, das habe ich ja gesagt, bei Sanakan sind wir nicht automatisch auf die Celsius zurückgekommen. Jetzt hier schon. Und das ist halt auch wichtig. Was hatte Topley eigentlich dort zu suchen? Topley ist ja richtig fleißig. Er taucht überall auf. Ja, genau. So, stille Ebene. Episode abgeschlossen. Mit Topley als Produzent sind die Spiele noch toller geworden. Zockt sie alle durch. So, jetzt gehen wir nochmal dahin. Ich will nämlich auch noch diese Quest hier machen, das mit diesem jungen Mann. Das ist das Ergebnis deiner Suche. Nun? Es kamen diese Damen hier. Du hast dich mächtig rangehalten, vielleicht sogar ein wenig zu sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen würden. Egal, wen er heiraten will, wir werden das selbst regeln. Ich bin dir wirklich dankbar. Und wir bekommen den Rapidring. Jetzt kann sich mein Sohn gar nicht entscheiden. Das ist wiederum ein Problem. Ich habe mehr Rivalen, als ich dachte. Empfinden die auch wirklich alle was für ihn? Ich wollte schon immer so unter einem schönen Himmel wohnen. Er scheint eine ruhige Persönlichkeit zu haben. Das gefällt mir. Er hat sich also gelohnt, hierher zu kommen. Ja. Und der Rapidring. Auch deswegen wollte ich das jetzt nämlich machen. Den würde ich jetzt dir geben. Ja, ich bin noch nicht sicher. Muskelgürtel oder lieber HP 60 weggeben. Mit HP 60, das ist halt schon ziemlich cool, wenn man so viel HP hat. Ich würde sagen, mach mal den Muskelgürtel weg und machen dafür den Rapidring rein. Und das ist nämlich eine anhaltende Hast. Und Hast gar ist verfügbar. Das heißt, Pain kann jetzt, hat jetzt immer Hast drauf. Das heißt, sie ist dann ein starker Gegner, also wo viel angreifen kann und dann auch sehr schnell angreifen kann, weil sie Auto-Hast drauf hat. Und sie hat den Zauber Hast gar, indem sie, das ist glaube ich die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, der Gruppe auch Hast geben kann. Hast gibt es nämlich nicht als, als Zauber in Weißmagie oder sonst irgendwo, sondern nur über solche Ringe oder Kostümpaletten oder sonst irgendetwas. So, damit ist jetzt Pain sehr, sehr schnell dran. Und jetzt könnten wir doch noch hier hingehen und diese eine Truhe uns holen. Für 50.000 Shell. Aber ich glaube, da könnte man auch noch was machen, indem man nochmal mit dem Vater gesprochen hat, glaube ich. Sag mal, kannst du mir helfen? Ich stecke in der Klemme. Nun, ich habe etwas verloren, das ich die ganze Zeit über gut behütet habe. Hast du nicht zufällig irgendwo 50.000 Shell gesehen? Jetzt können wir natürlich einen auf unwissend machen, dann haben wir die 50.000 Chill. Oder wir sind ehrlich und geben das Geld zurück. Ganz ehrlich, 50.000 Chill brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, vielen Dank, du hast mich gerettet. Nein, du brauchst nicht zu sagen, ich stehe in deiner Schuld. Nimm das hier als Dank. Und wir kriegen ein Schwertzeugnis. Das ist, glaube ich, auch ein Ausrüstungsgegenstand. Ja. Schwerttechs des Tierkriegers sind verfügbar. Das ist genauso wie das Ding, was Pain anhat, also wie dieser Kämpferstolz. Schwerttechs des Kriegers sind benutzbar, nur als Accessoire. So, und jetzt will ich mal zu Glasgow besuchen gehen.
Dann machen wir es mal so. Von den Silkeskraut haben wir nämlich leider nichts gerade. Und sehe ich das jetzt auch hier? Moment, Status. Wir haben 5 Chocobos, 3 aggressive und 2 schüchterne. Gesarkraut hat gerade nichts. Passanakraut hat auch relativ viel. Moment, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Level 1, Elan, das ist klar. Aggressiv, ja, das passt alles. Aber lass uns das nochmal verändern. Passamakraut hat Dings ja ziemlich viel. Dann sag mal hier nur 20%. Dann sag mal hier 40% und 40%. So vielleicht. So. Jetzt schauen wir uns mal die ganzen Chocobos an. Haben wir vielleicht schon zufälligerweise welche da, die das Potenzial von Level 5 haben? Potenzial Nummer 2 nur. Nein. Potenzial Nummer 1 sogar nur. Potenzial 2. Potenzial 4. Aber auch nicht gut genug für uns. Wir brauchen nämlich Potenzial 5. Es kann sein, dass wir Potenzial 5 sowieso erst, also die Chocobos mit Potenzial 5 sowieso erst jetzt bekommen würden. Haben wir sonst noch weitere? Auf der Seite nicht, auf der anderen Seite vielleicht. Müssten wir noch welche haben. So ein Mist. Ja, da ist nochmal einer. Potenzial 4. Bringt uns leider auch nicht weiter. Wenn wir jetzt diese Quest weitermachen wollen und dieses zweite Episode abgeschlossen haben wollen, dann werden wir noch Chocobos sammeln müssen. Und zwar eine ganze Menge. Wir brauchen 4 Chocobos, mit die Stufe 5 haben können. Ja, das ist ein bisschen blöd. So, außerdem will ich jetzt nochmal eine auf die Reise schicken. Weiß ich jetzt bloß nicht genau. Moment mal, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Welcher Chocobo würde sich denn da so anbieten? Wir wollen einen nach Wüste Bikanel schicken. Und dazu bräuchten wir eigentlich einen Schüchternen. Okay, also wir geben zur Bikanel-Wüste. Und jetzt muss ich erstmal schauen. Moment. Welcher ist denn der zu Schüchterne, den wir haben? Wir haben ja 2 Schüchterne. Das ist A2 zum Beispiel. Dann können wir A2 hinschicken. Also erstmal Reise, Bikanel-Wüste und A2. Ja, okay, auf geht's und lauf mir nicht weg. Chocobo hat die Reise angetreten. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal warten. So, ich glaube, 5 Kämpfe waren das. Ich glaube, es müssten 5 Kämpfe gewesen sein. Und danach sehen wir weiter. Man kann es auch woanders noch hinschicken. Ah, das muss ich nochmal genau nachschauen. Ja, ich würde sagen, ich mache in der Pause mal diese 5 Kämpfe und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht schaue ich auch nochmal nach, ob ich nochmal jemand anders wohin schicken kann. Da kann man nämlich auch noch was finden. Aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.